So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Es ist jetzt die Zwischen- bzw. Abendsendung. Kommt drauf an, ob ich nach den Apple-Zahlen dann noch was online stelle. Das kann ich nicht sagen, sonst gibt es natürlich dann morgen ein Update nach den Apple-Zahlen. Doch die Apple-Zahlen oder das Ereignis ist definitiv wichtig, denn ich habe schon jetzt nicht heute Vormittag angesprochen, sondern gestern. Ich habe hier nochmal die Charts mitgebracht. Zwar passt jetzt der kleinere Abverkauf, sage ich jetzt mal, Abverkauf ist vielleicht ein falsches Wort, ja, Verkaufsdruck, nicht ganz in das Bild rein, wie ich es gerne hätte. Denn was ich eben erwähnt habe, war hier das Aufwärtsgap, was eben Anfang der Woche stattfand. Heute, ja, fand jetzt hier bei Alphabet auch noch ein kleines Gap statt. Das wurde jetzt hier geschlossen und abverkauft. Okay, wenn jetzt hier diese Konstellation, genau diese jetzt bei dieser Aktie, bei der Alphabet oder Google Aktie oder Ex-Google Aktie, wenn sich das jetzt hier so darstellt, auch bei den Indizes, also bei der Nasdaq Parkettbörse, nur soll es jetzt nicht noch größer eigentlich ein Abverkauf oder nicht viel weiter runterrutschen, also nicht auf definitiv nicht in das Gap rein, dann ist das jetzt hier auch eine möglicherweise eine bärische Kerzenkonstellation, die aber eben bestätigt werden muss. Und eben mit den Apple-Zahlen heute Nacht, heute Abend, Apple hat jetzt nicht ganz diese besondere Situation, sondern dürfte hier ja, möglicherweise vielleicht was fertig sein und sowieso dann eine Korrektur anstehen Richtung 108 US-Dollar. Ich denke trotzdem, also das ist einfach nur meine Meinung, egal fast wie die Zahlen werden, außer sie werden außergewöhnlich gut, dann gibt es natürlich ein Gap-Up. Aber ich denke mal, die Marktteilnehmer, es kommt einfach auf die Stimmung drauf an. Ja. Es können noch so gute Zahlen sein, wenn die Anleger oder die Berichterstatter irgendein Haar in der Suppe finden wollen, dann finden sie es auch und das wird dann breit getreten. Also kann hier, wie gesagt, egal, fast egal wie die Zahlen werden, könnte jetzt hier ja, Gewinnmitnahmen drohen. Und eben mit der besonderen Konstellation, wie jetzt hier zum Beispiel eine Alphabet, die am Donnerstag erst Zahlen bringt, ja, hier ein Ausbruch über ja, der mehrmals getestet worden ist, All-Time-High, Anleger sind reingelockt worden oder sind auch drin und liegen ja auch teilweise im Gewinn. Ja, wenn es jetzt hier aber ein bärisches Signal gibt, also ja, kann mir dann schon vorstellen, wenn Apple wirklich enttäuscht, dass hier Kurse vielleicht sogar gleich unter 790 stattfinden werden. Ja, wäre zwar extrem, schon eine deutliche bärische Überraschung, aber ich kann es vorstellen, aber eher wäre mir hier ja ein Island Gap denkbar, also Kurse unter 800 Dollar in der Eröffnung. Und das, wenn das jetzt hier offen bleibt, dann ist es auch definitiv eine bärische Konstellation. Das war das, was ich schon am Vortag erwähnt habe, dass ich erstmal abwarten will, wie sich hier die Kerzen formieren. Und die Microsoft, ja, hat hier das Kursziel 61 ja sogar überschritten, gestern knapp erreicht, heute 61. Also auch hier ist für mich bei der Microsoft erstmal Ende oder kann das Ende sein. Mit deutlichen Übertreibungen sind auch andere Kurse möglich. Und jetzt hier der nächste Wert, wer war eine Netflix, hat schon gestern eine mögliche Trendwende-Formation eingeleitet. Schauen wir noch dazu, die auch so Amazon. Ja, Amazon ist am wenigsten ausgeprägt, da ist gar nichts im Moment zu sagen. Da hätte ich eher auf noch ein Hoch getippt, gesetzt, das vielleicht dann am Donnerstag stattfindet und dann ein Abverkauf. Also hier kann es noch ein All-Time-High geben. So stellt sich jetzt die Situation bei den US-Indizes dar. Ich finde es sehr interessant. Aggressiv shorten ist natürlich ja, viel zu risikoreich. Wie gesagt, das ist jetzt nur
eine Möglichkeit, die ich vorgestellt habe. Aber für mich im Moment ja schon die plausibelste. Trotzdem natürlich risikoreich. Beim DAX habe ich ja eher geschrieben Seitenlinie, da hat sich heute echt nichts getan und mit der Schwäche der US-Märkte gab es auch hier einen kleinen Rücklauf. Ein Szenario, Pfund gegen australische Dollar ist jetzt ausgestoppt worden, nachdem hier zweimal der EMA 200 nicht überwunden werden konnte. Das britische Pfund gegen US-Dollar ist ja nicht aktiviert worden, deshalb das habe ich jetzt hier gar nicht mehr drauf. Und eine deutsche Bank wurde hier, wer den Stopp auf das gestrige Tief gelegt hat, ist jetzt hier auch ausgestoppt worden mit deutlichem Gewinn. Also ich hoffe, ich meine, das wäre jetzt, wie gesagt, das ist jetzt hier eine Sondersendung, wenn jetzt das hier wirklich noch so stattfinden würde, wie ich es gesagt habe, dass dann jetzt heute Abend eine größere Korrektur lostritt mit der Veröffentlichung der Apple-Zahlen, dann bin ich wahrscheinlich fast der Einzige, der das so sieht. Wäre nochmal noch zum Abschluss ein schöne treffsichere Analyse. Aber wie gesagt, erstmal müssen noch ein paar Indizien kommen. Danke fürs Zuhören und dann bis heute Nacht oder dann morgen früh.